Willkommen zurück, Sternfahrer. Es geht weiter mit The Pegasus Expedition. Wir waren durch das Portal gereist in die Pegasus-Galaxie und hatten Kontakt mit fremden Mächten aufgenommen. Wesen, ich glaube, es waren sogar Echsenwesen. Wer sonst? Raumschlachten und ja, wir versuchen uns im System festzusetzen und einen Brückenkopf zu etablieren. Da waren wir stehen geblieben, soviel ich weiß. Continue Game. Turn 3. Even Lock. Sir, the leaderships of the first expeditionary fleet and Al-Mustamara have established themselves here. Ein Diplomat. In the Waiki and Shiyoko systems, respectively, and they would like to discuss the situation. Also diese beiden Flotten haben sich anscheinend in diesen beiden genannten Systemen etabliert. They've called the first meeting of the Earth War Council, abgekürzt EWC, also EWC for short. It's an assembly of the military leaders of the fleets. Kann ich auch teilnehmen, fragen wir. Wir, das sind diese grimmige Kommandantin, deren Name mir gerade entfallen ist. Diplomat. Technisch gesehen seid ihr kein Militär, Sir. Sir? Sir ist ja der, die militärische Anrede, egal ob Frau oder Mann. The EWC doesn't represent our command structure perfectly. But the structure is essentially precisely what the whole body is for, Pünktchen, Pünktchen. A compromise. Großadmiral Elodie Perron. I'll maintain connection with you throughout the meeting. Also der Admiral geht hin, okay. Sei es ihm gegönnt. Der hält Verbindung. Also senden wir Großadmiral Perron. Ja. Oder nicht teilnehmen? Warum sollten wir nicht teilnehmen? Teilnehmen ist immer gut. Gretel Madan, Admiral, also das Treffen der Militärs. Willkommen. Willkommen, Kollegen, sagt sie. Das erste Treffen des Konzils. Representing Al-Mustamara of the Daras Combine, Admiral Gretel Madan at your service. Also das scheint hier so eine Art, von der Erde so eine Vorderer Orient, Islam, Fraktion zu sein, ja. Ja, doch, von den Namen her schon irgendwie so ein bisschen. Samuel Reed, Admiral. Admiral Samuel Reed of the First Expeditionary Fleet. Oh,
Und natürlich dann noch unser Admiral Eludi Perrin, den kennen wir ja gerade schon. Okay. Ja, interessante Kommandostruktur. Lass mal so ein bisschen beschleunigen jetzt, sonst kommen wir ja gar nicht mehr zum Spielen. Also wie gesagt, es gibt viel Text und viel Dialoge anscheinend. Wie gesagt, ein Story-Driven 4X-Spiel. Geht das Konzept auf? Werden diese ganzen Dialoge nicht irgendwann langweilig? Oder zu viel zum Lesen? Unterbrechen sie nur den Spielspaß? Diese Fragen stellen sich mir gerade aktuell. Tja. Ja, viel zu lesen. Okay, Entscheidung treffen ist ja schon mal was. Das Zeus Link Fleet, also unsere Flotte. Können wir da mitreden in dieser Sache? Wir können unseren Admiral entscheiden lassen. Das würde die Beziehung verbessern zu der Expeditionary Fleet im Plus 5 und verschlechtern mit den Darris Allies. Und ich sehe gerade, was wir auch tun, es ist das Gleiche. Tja, dann. Was für einen Unterschied macht das dann, bitte? Achso, Allies will act cautiously. Achso, alles ist ja klar. Es gibt schon Unterschiede. Allies will remain active. Allies will act cautiously. Also werden vorsichtig handeln. Und, ja, hier ist wieder das Gleiche. We should avoid excessive aggression. Ja, das macht Sinn. Aber wir sollten trotzdem vorrücken. Okay, das gefällt mir. Denn wir alle wissen ja, die Menschheit ist immer peaceful. Vermeidet immer Krieg, wo es auch geht. Achtung, Sarkasmus, Alarm. Na gut, ich meine, die meisten bemühen sich ja wirklich darum, muss man ja auch mal so sagen. Das ist nur alles nicht, wenn ein paar wenige das nicht wollen. So, gut. Quests, Sidequests, Hold the Soka-System. Pacifying the Roar, Destroy the Roar-Clan. Na, wir sollen einen Clan ausschalten. Move further into the galaxy, okay. Wir haben zwei Outposts. Upgrade available. Baron heißt unfruchtbar. Entering or exit a system view. Da klickt man drauf, klar. Entering Diplomacy View. Ah, hier. Okay. Also, wir können... Wir können hier eine Drohne, eine Sonde ausbauen zu einer Command Station. Ja. Das kostet natürlich was, aber wir haben ja so ein paar Ressourcen, sehe ich gerade, verfügbar. Also Ressourcen, Minerals. Seltene Erden. Seltene Erden sind ja immer diese für diese Elektronik-Sachen. Und People. 30 Mann Besatzung. Okay, das dauert dann wahrscheinlich 3 Runden. Genau. So, dann können wir noch was tun.
dir das Gleiche. Drei Runden. Dann, was können wir noch tun? Soka, Upgrade Available. Achso, das war es gerade, okay. Garrisons. When a faction controls a system, a Grey Garrison fleet will slowly be formed there to defend it. These fleets can't move and will not participate in battles if the system already has three regular fleets defending it. Okay, so eine Garnisonsflotte. Okay. Ich glaube, die müssen wir so ein bisschen reparieren hier, oder? Units in the fleet, genau. Equipment. Oh ja, man kann jede Menge Verbesserungen hier einbauen, sehe ich gerade. Wahnsinn, ja. Cruisers, Fregatten, Artillerie, Carriers, Flagships. Und man kann natürlich auch eine Flotte auflösen, klar. Disband. Rename. Repair. Ja, wir können ja mal auf Repair gehen, oder? Kommt das noch? Moment, tut sich hier was? Garrison Fleet, die wird gebaut. Ganz schön komplex. Wir haben hier die Bewaffnung. Adenauer Artillery. aber die sind so beschädigt hier, oder? Moment. Hells, 21 von 240, ja, auf jeden Fall. Kann man die reparieren? Muss man die erst selecten oder so? Nee, Repair Fleet heißt ja alles. Geht nicht? Doch. Das ist ein bisschen komisch hier. Ist aktiviert, aber ich weiß nicht, ob es wirklich repariert wird dann. Das wäre die Frage. Kost... Oder es ist noch gesperrt, wegen Tutorial. Scheint mir fast so. Oh, ich wollte... Ach so. Ja gut, aber wir können ja nicht mit angeschlagenen Flotten in den Krieg ziehen. Wir gucken mal, ob sich was tut bei den Repair-States-Status-Meldungen hier. Turn 4. Okay, wieder Unterhaltung. Da ist was Ernstes, worüber wir reden müssten. Okay, heraus damit. Wir haben ein paar Außenposten gebaut. Aber wir können nicht dealen damit. Wir brauchen wahrscheinlich neue Gebäude. Ja, neue Gebäude. Also wir sind noch im Tutorial, genau. We have identified a single planet controlled by the Roar Clan. Genau, die sollten wir angreifen. It might be a good idea to grab it. Ja. While they are the only ones hostile to us. Also den Roar Clan angreifen. Bo-System. Nicht weit von uns. Okay, versuchen wir es mal. The Roar Resistance has been, ja, resiliente Kräfte, aber sie sind nicht sehr konzentriert. Occupying this Bo-System shouldn't be too much of a challenge. Okay, es sollte nicht so schwer sein. We are really beating this Roar Clan to the ground. Können wir das wirklich schaffen? Ja, wir werden sehen.
Es könnte irgendwann Probleme verursachen, aber wir brauchen das System. Wie ihr sagt. Agreed. Research Teams sind im Aufbau. Which basically means whatever we or you would like to direct them to research. Und da sind viele lukrative Optionen. Fahrt fort, Dr. Lorenz. Und jetzt? Researching. Ah, der Tech Tree. Was wäre ein VX-Spiel ohne ein Tech Tree, dem man 10 Meter zur Seite scrollen kann? Ich wusste es. 1 Meter, 2 Meter, 3 Meter, 4 Meter, 5 Meter. Okay. Ich meine, nicht schlecht. So ist Link, genau. Habitation ist so Siedlung. Ist auch die einzige Option. Ja. Da müssen wir erstmal hin. Eine Runde. Ah, nicht immer Enturned klicken, bitte. Ich wollte doch noch Bo-System suchen. Wo ist das Bo-System? Da. Ein Ziel. Ja, wie kommen wir da hin? Und was machen unsere Flotten? Expansion. Was sollen wir tun? We need more minerals, rare earth und science. Autobuild. Wir können Systeme veranlassen, selbst zu bauen, klar. Wir können ja mal gucken. Ja, hier kann man reinzoomen. Wow. Achso, jetzt wow. Buildable, wir können was bauen. Oder? Soka, 3 von 3. Oder ist das schon voll? Baut noch? Ja, baut noch. Die scheint schon voll zu sein. Minen und, ja, Industrie und Energie. Ja, okay. Flotten. Buildable. Ah, nee, ist noch gelockt. Build Outpost. Genau, für die Besiedlung brauchen wir erst das Habitat-Forschungsprojekt fertig, genau. Industrie, Shipyard, Research. Plus. Ja. Gut, schwer zu sagen am Anfang, was Sinn macht. Wir gehen mal auf Wissenschaft, oder? Rare Desert World, ach so. Rare Earth haben sie hier. Ja, vielleicht sinnvoller hier. Okay.
Construction Views. Unbuild Rocky, da kann man nicht viel machen, sehe ich gerade. Rocky, vielleicht Wissenschaft? Hm. Oder Shipyard. Tja, Ich immer Wissenschaft. Okay, weiter. Wie komme ich denn jetzt nach... Wie komme ich denn jetzt zum nächsten Planet? Sehe ich das irgendwo? Hier? Build Outpost. Desert Rare Earth. Natural Beauty. Mein Gott, ganz schön viel schon. Was sagen denn unsere Ressourcen? Geht noch. Was heißt das hier eigentlich? Ressourcen? Da wird schon gebaut, genau. Das sind die Bauplätze. Die sind schon voll belegt, ja. Ja, ganz schön viele Optionen schon. Machen wir mal ein Shipyard. Ach nee, Rare Earth. Ja, Industrie. So, so langsam verstehe ich's. Okay. Minerals, Rare Earth, Industry. Und dann haben wir noch hier was. Unbuild, Eis. Überall gibt es genügend Rohstoff anscheinend. Ja, kann ja nicht schaden. So, wie war's hier mit der Quest? Können wir die schon angreifen oder warten wir noch eine Runde? Da wäre wieder die Frage, sind unsere Flotten schon bereit? Tja, Fleet. Ah, hier. Genau, Repairing. Ach, wir reparieren noch. Aber hell 92 geht eigentlich. Wir sind noch ganz gut in Schuss. Dann sollten wir vielleicht doch schon dahin fliegen. Standby. Health 84. Na? Repair. Repair Fleet. Ja, manchmal geht das irgendwie nicht so richtig. Oder? Da kriege ich ein bisschen zu wenig Feedback, finde ich. Ob es repariert wird. So, wie komme ich zurück? Nee, wird nicht repariert.
Da weiß ich jetzt nicht genau, woran es liegt. Ehrlich gesagt. Tja. Okay, warum? Ich denke, wir nehmen erstmal hier die Seereflotten und greifen die an. So. Hier hin. Geht das? Upgrade available. Mein Gott, erstmal durchblicken. Babib Star System. Meldung. Okay, das war unser Angriffsziel. Meldungen. Complete. Upgrade available. Genau, da wollte ich nochmal hin. Ja, hier. Diplomacy System Construction Fleets. Wo ist das Upgrade? Hier. Fleet Command Complex. Geht nicht. Dauert 2 Runden. Moment. Buildable. Tja, erstmal durchsteigen. Geht nicht, nee. Oder ich bin's blöd. Nein. Hier können wir noch einen Outpost bauen. Ja, da gibt's aber nicht viel. Nicht so interessant. Ship Graveyard. Was bedeutet das? Minerals, okay. Vielleicht doch Industrie. Okay. Tja, Research. Ich glaube, jetzt haben wir es. So, dann war die Frage, können wir noch weiterfliegen? Das war die Frage. Können wir schon angreifen mit den 3 Flotten hier? Direkt? Oder indirekt? Oh, da müssen wir uns durchkämpfen. Vielleicht erstmal hier hin. Da können wir auch bauen. Wir fliegen erstmal dahin. Kann ich die alle wählen? Moment. Shift. Ja. 3 Flotten. Ja, sind nicht ganz auf 100% vom Health, aber es geht, glaube ich. Wir fliegen mal hier rüber. Ah, okay.
Können wir die vielleicht hier reparieren? Ich denke, hier müssen wir kämpfen. Oder? Tja, Diplomatie. Wir können ja mal anklopfen, was sie sagen. Nee, macht keiner auf. Buildable. Wir können schon was bauen. Cool. Nee, doch nicht. Nee. Wir haben ja noch nicht die Hoheit über das System wahrscheinlich deswegen. Okay, ich würde sagen, wir machen erstmal die. Ich glaube, wir beenden erstmal die Runde. Also hier steht jetzt Upgrade. Aber wir können. Tja, können wir schon was upgraden? Wäre die Frage. Nicht so richtig, oder? Doch. Nee, geht nicht. Gesperrt. Also so als erste Kritik vielleicht ein bisschen mehr so weniger Verwirrung stiften oder dass man ein bisschen mehr darauf hingewiesen wird, was man hier tun kann, weil hier steht Upgrade. Aber was kann ich hier upgraden? Wir können ja keinen Outpost bauen. Tja. Es scheint mir zumindest so. Ich mach mal Endturn. Also sehr komplex. Also voll X. Ein volles Vor-X-Spiel. Man muss ja auch die ganzen diplomatischen Optionen nutzen. Ja, und jedes System managen. Also ich sag mal so, es ist vielleicht ein bisschen viel für den Anfang, dass man so viele Bauoptionen hat und Möglichkeiten. Also da wäre es natürlich, ich sag mal so vom, ja, um da reinzukommen, wäre es natürlich erstmal gut gewesen, ja, so ein Beginner-Tutorial mit so ein paar weniger Optionen zu machen. Weil diese Kampagne ist ja die einzige, das einzige Feature mit Tutorial. Die Szenarios hatten ja kein Tutorial, deswegen. Also war das ja schon als Einstiegspunkt gedacht. Und da sollte man die, ja, Spieler nicht gleich so voll überfrachten mit ja, so vielen Systemen und Möglichkeiten. Also weniger ist manchmal mehr, finde ich. Weil es geht ja doch ganz schön zur Sache hier von der Lernkurve. Ich meine, ich habe jetzt schon das einige VX gespielt. Auch Endless Space 2 und so. Und ja. Das führt dann zum Beispiel ein bisschen sanfter in die Materie. Okay, aber ich meine, es ist gut gemacht hier, was ich so sehe. Auf jeden Fall. So, können wir noch angreifen? Das war die Frage. Wir sind ja nicht mehr so weit weg. Wir versuchen's. Geht das überhaupt? Kriegen wir hier schon einen auf die Mütze? Tja, können wir direkt dahin? Nee, wir müssen erstmal hier hin, oder? Ja. Oder? Ja, anscheinend. Oder Rohrklan. Da ist auch der Rohrklan, aber wir sollen erstmal hier hin. Das ist ja auch der Rohrklan, genau. Oh oh. Wie stark ist denn der? Konflikt-Preview, wir sind überlegen, ja. Nicht viel. Ich glaube, wir sollten noch eine Flotte dazu nehmen, oder? Finde ich.
Die ist voll hier. Repariert. Was wäre, wenn ich mit denen hier angreife? Sind die stärker? Ungefähr genauso. Korun. Level 1. Ich glaube, ich nehme mal die hier. Sieht ja nicht so übel aus eigentlich. Ja. Oder können wir die noch dazu nehmen? Das wäre natürlich genial. Mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Nee. Da steht's. Also ist nicht genug Platz hier für so viele Flotten. Okay, alles klar. Ja, und wir kriegen hier einen Konflikt. Ja, aber ich sag mal so, es sollte jetzt klappen. Wir haben 1200 zu 400, 400 grob gesehen, ja. Okay, gucken wir uns das mal an. Moment. Wie kann ich es auslösen? Hallo? Wie komme ich da hin? Da. Das wollen wir doch alle sehen. Schlachten. So. Die Schlachtkartenoptionen. Was tun wir? Tide Formation. Interessant. Six battle groups forming in a circling formation. Das klingt doch gut. Finde ich schon. Kreist sie ein, vernichtet sie. Hier können wir noch die Moral wählen, minimale Verluste oder neutral. Okay, ich denke, minimale Verluste. Oder? Ja, mache ich trotzdem mal. Startkombat. So, wir kreisen sie ein. Oh. Wahnsinn, ein Feuerwerk. Self-Destruct Sequence initialized. Oh, oh. Die zerstören sich selbst. Oh Gott, ganz schön die Verluste hier. Schäden meine ich. Verluste noch nicht. Losing Battle. Oh, wir haben uns verkalkuliert. Hier leiden wir. Oh oh. Haben wir den Feind unterschätzt? Na gut, jetzt können wir verstärken von oben. Wir nehmen wieder zu an Stärke. Oh, können wir das gleich noch verwenden? Moment mal. Können wir noch was tun? Stand your ground bedeutet. Ja, standhalten.
Können wir den nach Hause schicken? Ich glaube nicht. Hier verlieren wir, auf jeden Fall. Obwohl, es hält sich noch ein bisschen. Hier, was können wir hier tun? Abdrehen? Winning, wir konnten das Blatt wenden. Retreat, ah, okay. Ich hoffe, das gilt nur für die Flotte hier, sonst habe ich mir. Ah nein, die ganze Flotte! Oh, ich glaube, ich habe es vergeigt. Das gilt für die ganze Flotte. Oh nein! Oh Mist. Ja, aus Fehlern lernt man. Okay, wir müssen die Flotten reparieren und nochmal angreifen. Shit. Ich dachte, das gilt nur für diese eine Flotte. Ja gut, wir kriegen sie aber auf jeden Fall. Ah. So, können wir sie repairen. Tja. Ja, repaired. Ach, hier, das Symbol, jetzt sehe ich's. Okay, wir repairen und greifen nochmal an. Also... Ich dachte, es gilt nur für diesen einen Flottenverband, aber nein, für alle, das muss ich mir merken. Tja, nur so lernt man. Was ist denn das hier überhaupt? Garrison, achso, die Garrison, alles klar. So, nächste Runde kriegen wir euch, ihr Roar-Clan-Halunken. Macht euch drauf gefasst. Vielleicht sollen wir noch Verstärkung ranziehen? Ja, ich denke schon. So. Oh, oh, überall der Roar-Clan, shit. Okay, ich werde mal offscreen die Systeme so ein bisschen auf Trab halten und vielleicht ein paar Schiffe bauen. Und dann werden wir in der nächsten Folge nochmal angreifen und versuchen, das Ziel zu erreichen hier. Ist ja unser Quest-Ziel. Vielleicht seid ihr wieder dabei. Es würde mich freuen. Ciao, der Argonaut.